Warum habt ihr euch dieses Spiel noch außer Hand nehmen lassen? Wie kannst du das erklären? Ich habe hier den Trainer von Berlin Türkspor, Uğur Umut Binic. Also im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man die letzten 5 bis 10 Minuten so betrachtet, ist es abzusehen von diesem Ball, den man frühzeitig auch, sage ich mal, stören muss. Haben sie sich das herausgearbeitet, Charlottenburg. Ne? Aber wir haben die Situation schon viel früher hergegeben, weil wenn du überlegst, auch nach dem 1-0, wie oft man die Möglichkeit hatte, das ein Tor nachzulegen. Aber erst hat das auch schon, ne? Ja, richtig. Also, muss ja eigentlich schon den Sack zumachen. Ja, na klar. Aber die Mannschaft ist stark verunsichert, halt, nachdem du mit 4 Niederlagen startest und 15, 16 Gegentore hast. Ist es normal, dass die Mannschaft im Großen und Ganzen sehr, sehr, sage ich mal, empfindlich ist, ne? Sensibel in gewissen Positionen, weil du gedanklich immer dabei bist, immer zu denken, negativ zu denken, dass du dann sagst, was wäre wenn? Und das ist die Situation, was uns am Ende des Tages auch die Punkte hier gekostet hat. Abstiegskampf heute, ne? Ja, vom Spiel her, so war nicht doll, ne? Wie das Spiel gelaufen ist, ja, muss man halt ganz klar sagen. Zwei Mannschaften, die noch nicht richtig so in die Saison gefunden haben, die sicherlich noch nicht so den Rhythmus gefunden haben. Und ja, das war klar gewesen für jede Mannschaft jetzt darum, dass er mit dem Sieg sich so ein bisschen wieder Richtung, ja, sag mal, Mittelfeld bewegen kann. Für uns vielleicht noch ein bisschen mehr als für Türkspor. Und, aber ja, war spielerisch von der Qualität her ist das nicht das, was ich mir wünsche. Muss aber auch sagen, im Moment muss ich damit auch leben. Ja. Ich hoffe eben nicht mehr so lange, aber wir haben jetzt 3 Wochen Pause gehabt. Es ist natürlich schwierig, in so einen Rhythmus zu kommen mit diesem Spielplan, den wir hatten. Der ist für uns nicht optimal. Und jetzt haben wir wieder begonnen und du hast natürlich so einen gewissen Druck. Du hast eine relativ oder eine etwas jüngere Mannschaft wie sonst. Und ja, damit müssen sie lernen umzugehen, aber wir haben es heute eben noch nicht so gut geschafft, das zu kompensieren. Was denkst du, wie wird der Verein jetzt reagieren oder agieren bezüglich deiner Person? Steht der Vorstand noch hinter dir? Das kann ich dir nicht beantworten. Habt ihr vor dem Spiel nicht darüber geredet? Nein, also ich meine, was wäre wenn? Das muss der Vorstand entscheiden. Und wenn der Vorstand der Meinung ist, dass er dann einen Riss ziehen muss, dann ist es halt so. Ich weiß, dass die Mannschaft komplett hinter mir steht. Und des Weiteren bin ich auch davon überzeugt, dass die Mannschaft komplett wieder da rauskommt. Das hat man heute gesehen, wie leidenschaftlich sie kämpfen und dass sie bereit waren, für diesen Sieg alles zu geben. 5 Spiele, nur 1 Punkt. Das ist deutlich zu wenig. Ich habe ihn gefragt, ob der Vorstand noch hinter ihm steht. Steht der Vorstand noch hinter ihm? So, das Spiel ist gerade ausgegangen, 1-1. Wir müssen erst mal atmen, lass uns mal ein bisschen was essen. Und danach werden wir uns überlegen. Also nicht. Aber ich muss dir noch eine Sache sagen. Also nicht. Wie? Steht der Vorstand nicht hinter dem Trainer mehr? Das habe ich nicht gesagt. Frank, jetzt versuch mir nicht was einzureden hier. Du, ich kann hier, du, Sport, auf einmal Entscheidungen, du weißt, du kennst mich. Lass mal, wir schlafen eine Nacht darüber und dann werden wir weitersehen. Aber eine Sache was, noch. Was passiert denn jetzt? Ich habe ihn ja auch gefragt und er tat so, es war ziemlich rätselhaft, er wusste auch nicht genau, ja, da musst du den Vorstand fragen. Ist denn vor solch einem Spiel nicht so ein Szenario durchgesprochen worden? Wie sieht's aus bei einer Pleite, wie sieht's aus beim Remis und wie sieht's aus beim Sieg? So, es ist Remis. Das heißt, habt ihr was durchgesprochen, wenn es ein Remis werden sollte? Bei einer Pleite ist es eins geworden. Aber bei einem Sieg und bei einem Remis hat man noch nicht kein Szenario, haben wir keinen B-Plan dabei. Also wird er auch in der nächsten Woche noch auf der Bank sitzen gegen Al-Dersimspor? Frank, du weißt, in ein paar Sekunden können wir auch sterben darüber. Deswegen ist es noch ein bisschen zu früh darüber. Wir haben erstmal einen Punkt, lass mal die Sache absacken. Was ist mit dem SC Charlottenburg los in dieser Saison? Ja, was heißt, was ist los? Wir sind in der Findungsphase. Wir haben einen riesen Umschwung gehabt. Erfahrene Spieler sind weggegangen, wie Robin Kersten, Janis Steinert, Phil Gries, die 4 Erfahrung mitgebracht haben. Und wir haben die Mannschaft extrem verjüngt, junge Spieler nachgeholt. Die müssen sich teilweise im Männerbereich noch einfinden. Das braucht seine Zeit. War es ein Elfmeter, Keta? 50-50. An Keta? 50-50. Ein Foul war es. War auf der Linie, knapp vor, knapp dahinter. 50-50-Ding.